Thema ist Algen, Algen, Algen. Warum ich niemals Chemie gegen Algen verwenden würde. Eigentlich einfach beantwortet, weil ich es niemals machen würde. Nee, das ist Symptombehandlung. Ja. Das heißt also auf Deutsch, wenn ich da am System nichts verändere, bestehen große Chancen, dass ich nach einer Zeit die Algen wiederbekomme. Selbst wenn die Chemie in der Lage ist, die Algen erstmal zu beseitigen. Ja, und also ist im Prinzip wurscht, welche Alge. So, und jetzt haben wir noch ein Dingen, ja, was eigentlich keine Algen sind, sondern Bakterien, die sogenannten Cyanophyceen, also Cyanobakterien oder auch Blaualgen genannt. Ja, und deswegen erwähne ich die hier. Und diese Blaualgen oder Cyanobakterien sind Bakterien, die Photosynthese betreiben können. Die haben also im Körper also auch Chlorophyll eingelagert, aber unter anderem andere Chlorophylle als Pflanzen. Ja, also die können also etwas andere Wellenlängen sogar verarbeiten als andere Algen oder Pflanzen. Ja, weil eben wie gesagt andere Farbstoffe die Assimilation übernehmen. Die Cyanos kommen hin und wieder mal in frisch eingerichteten Becken vor. Auch in dem Falle kann man eigentlich davon ausgehen, solange sie nicht überhand nehmen, werden sie auch wieder von alleine verschwinden. Ja, da haben wir auch wieder diese berühmte dreimonatige Einfahrtzeit, in der alles Mögliche schief geht, unter anderem auch diverse Algenprobleme und halt unter Umständen Cyanos, die dann auftreten. Also wie gesagt, in der Einfachphase, solange sie nicht überhand nehmen, verschwinden sie üblicherweise auch von alleine wieder. Wenn sie denn überhaupt auftreten, ja. Das ist also nicht gesagt, sie müssen nicht auftreten. Treten Cyanos im laufenden Aquarium, also im längeren Betrieb auf, dann kann das unterschiedlichste Ursachen haben. Es gibt ja mal eben nur 2000, so um die 2000 verschiedene Cyanos, Cyanobakterien. Wobei die meisten im Meerwasser leben. Und ich weiß jetzt nicht genau, irgendwie, ich meine so um die 500 oder 800 Arten im Süßwasser. Ja, also immer noch reichlich, mehr als genug. Ja, das heißt aber auch, die Bandbreite der Ansprüche ist riesengroß. Ja, das kann von Superwasser bis Güllegrube kommen. Ja, reichen. Also die Bandbreite der Ursache für Cyanos. Also deswegen kann man nicht pauschal sagen, das und das ist die Ursache. Ja, das ist eben noch schwieriger als bei allen anderen Algen, beziehungsweise ja, eigentlich bei allen anderen oder bei allen Algen. Das sind ja keine Algen, also nicht andere. Ja, aber trotzdem kann man was dagegen tun. Also häufig ist es so, dass die Cyanos sich am Bodengrund oder auf Dekorationsmitteln ansiedeln. Gibt auch welche, die überziehen die Pflanzen. Ja, das sind aber meistens sogar andere Arten. Die sind auch gar nicht ganz so dramatisch. Ja, die kriegt man unter Umständen mit der Zuckerlösung schon beseitigt. Aber die Arten, die sich über den Bodengrund und über die Dekorationsmittel ziehen, da muss man was gegen tun. Ja, die kann man nicht auf sich beruhen lassen, weil einige Arten davon sind giftig, ja. Die können also unsere Aquarienbewohner sogar tatsächlich schädigen. Wie gesagt, da muss man was gegen tun. Ja, und man könnte natürlich rein theoretisch hingehen und sich da irgend so ein ominöses Mittel im Internet bestellen. Oder halt, was weiß ich, zum Tierarzt gehen und sich ein Antibiotikum verschreiben lassen. Weil halt Bakterien und die reagieren also auf einige Antibiotika. Funktioniert, ja, wurde früher im Meerwasser sehr häufig gemacht. Aber auch da ist es dann nur eine Symptombekämpfung, ja, eine Symptombehandlung. Das heißt, das kann also passieren, dass nachdem die Antibiotika wieder aus dem Becken raus sind, entweder weil sie sich zersetzt haben oder man genug Wasserwechsel gemacht hat oder Aktivkohle eingesetzt hat, dass dadurch, dass sich die Aquarienverhältnisse überhaupt nicht verändert haben, kann es eben sein, dass sie genauso wiederkommen und mit Macht wiederkommen, wie sie vorher auch da waren. Also,
In der Regel bringen solche Behandlungen überhaupt gar nichts, langfristig zumindest. Ja, also auch da ist es entscheidend, eine Ursache zu finden oder zumindest Ursachen auszuschließen. Also mögliche Ursachen sollte man beseitigen. Die Cyanos haben also weitestgehend eins gemeinsam. Die sind schleimig, ja. Die bilden schleimige, dichte Bezüge. Ja, und die können, indem sie quasi den Bodengrund großflächig besiedeln, können sie quasi den Gasaustausch im Bodengrund, also überhaupt den Wasseraustausch, also den Stoffaustausch im Bodengrund, quasi komplett verhindern. Was dann letztendlich bedeuten würde, dass es im Bodengrund dazu zu Fäulnis kommen kann. Dass also der Bodengrund quasi unter den Cyanos kippt. Den Cyanos macht das gar nichts. Ja? Allerdings den Pflanzen. Passiert im Becken selber nichts, weil nämlich die Cyanos quasi diesen Bereich abschotten. Also die Verhältnisse, die da drunter unter den Cyanos sich entwickeln, fallen im Aquarium nicht ins Gewicht, weil abgeschottet. Ja, ich sag mal, theoretisch könnte man einen kippeligen Bodengrund könnte man im Wasser messen über eine Redoxmessung. Im Süßwasser liegt das Redoxpotenzial in der Regel im leicht positiven Bereich vor. Ja, ich sag mal so, in den meisten Gewässern irgendwo um plus 200, plus 300 Millivolt. Ja, das ist im Prinzip so der Bereich, wo sich im Süßwasser das Redoxpotenzial bewegt. Ihr wollt wissen, warum das Redoxpotenzial, er haut hier wieder mit Klamotten rum und keiner weiß, was Redoxpotenzial ist. Also Redoxpotenzial, oder eigentlich heißt es genauer Redoxspannung, ja, weil es eben in Millivolt gemessen wird, Redoxspannung, aber halt, ne, irgendwo ist das natürlich auch gegen Null ein Potenzial. Ja, wobei eine Batterie auch ein Spannungspotenzial hat. Ich sag mal, beides wäre richtig. Korrekter ist aber Redoxspannung. Und dieses Redoxpotenzial, diese Redoxspannung, ist ein Wert, der sich zusammensetzt aus allen im Aquarium oder im Messbereich vorkommenden oxidativen zu den reduktiven Prozessen. Ja, das Verhältnis dieser beiden Prozesse wird im Redoxpotenzial spiegelt er sich wieder. Das heißt, ein leicht positiver Bereich bedeutet, dass also das Aquariumwasser halt oder Bach oder was auch immer oder See, dass er sich immer noch im oxidativen Bereich bewegt. Das heißt, er ist nicht kippelig. Ja, also ich sag mal, was, wenn es auf Null oder unter Null kommt, ja, im Minusbereich sich bewegt, dann ist Alarm, dann ist Kippeln angesagt, dann ist überwiegend reduktive Prozesse und das Gewässer kippt. Ja. Und dann fängt es irgendwann an, wenn es also noch weiter runter geht, dann fängt es irgendwann auch an zu stinken. Also wie gesagt, mit dem Redoxpotenzial kann man eigentlich in einem Gewässer und auch im Aquarium feststellen, ist mein Becken soweit in Ordnung. Habe ich aber Cyanos großflächig, ist dieser Wert, hat keine Relevanz mehr, weil eben der Bereich unter den Cyanos abgeschottet ist. Man muss wissen, dass Cyanobakterien, dass die phosphatlimitiert leben. Das heißt, ist kein Phosphat vorhanden, können Cyanos nicht existieren. Das wäre also rein theoretisch eine Möglichkeit, Cyanos zu beseitigen, indem man aus dem Wasser komplett das Phosphat rausholt. Wenn da nicht die Cyanos jetzt eben nicht den Bodengrund nicht abschotten würden. Ja, im Bodengrund, also zumindest bei schon länger in Betrieb befindlichen Aquarien, ist es so, da bildet sich im Bodengrund ein Depot an Eisenphosphat. Ja. Dieses Eisenphosphat ist normalerweise wasserunlöslich, allerdings bei einem niedrigen Redoxpotenzial, beziehungsweise bei einer, bei einem,
bei einem niedrigen pH-Wert geht das wieder in Lösung. Das heißt, die Cyanos sorgen dafür, dass die nicht von Phosphatlimitierung betroffen sind. Ja, die können also selbst unter starkem Phosphat, also unter starker Phosphatarmut im Gewässer, können die existieren, weil sie den Bodengrund abschotten und da reduktive Prozesse stattfinden lassen. So, also unser Ansatz ist jetzt, wir müssen diese Cyanobeläge müssen wir beseitigen. Ja? Das heißt, also um Cyanos effektiv beseitigen zu können, müssen wir hingehen, so viel wie möglich von diesen Cyanos abzusaugen. Alles, was wir erwischen können, absaugen, absaugen, absaugen und danach anschließend, ganz, ganz wichtig, die Bereiche zumindest, wo die Cyanos sich befunden haben, richtig schön aufwirbeln, mit einem Stöckchen, was weiß ich, oder mit dem Finger oder mit der Hand, richtig aufwirbeln, ja, dass da zum einen auch mal wieder ein bisschen sauerstoffreicheres Wasser in den Bodengrund reinkommt, ja, egal ob jetzt dadurch möglicherweise reduktive Prozesse gestoppt werden, spielt aber im Moment keine Rolle, weil wir müssen erstmal den Cyanos loswerden. So, das Weitere, was da passiert beim Aufwirbeln, wie der Name schon sagt, aufwirbeln, wird der ganze Mulm und alles, was sich im Bodengrund befindet, wird aufgewirbelt und alles, was an Sedimenten und Schlamm und Mulm im Bodengrund vorhanden, wird sich im Aquarium ja in einer Trübung sichtbar darstellen. Idealerweise macht man dann vielleicht sogar für ein paar Minuten den Filter aus, damit das eben nicht sofort in Filter abgesaugt wird, sondern dass sich das ganz in Ruhe wieder setzen kann. Ja? Und damit, weil dieser Mulm und auch die Sedimente im Bodengrund eine gute Siedlungssubstrat für Bakterien und andere Einzeller, also für Biofilme darstellt, wird jetzt dadurch, dass sich das jetzt auf dem Bodengrund absackt, wird eine Konkurrenzsituation für die Cyanos geschaffen. Ja? Und das ist unser Ziel. Ja? Stören, Konkurrenz schaffen. Ja? Das ist das, womit wir Cyanos bekämpfen können. Und zwar eigentlich sogar relativ gut. Aber wir müssen konsequent sein. Unterstützen kann man das Ganze, indem man zum einen meinen Bioaktivator verwendet. Und zum Zweiten, indem man zusätzlich effektive Mikroorganismen einbringt. Ja, findet ihr unten in meinem Amazon-Store. Da gibt es die effektiven Mikroorganismen. Gut, wer zu viel Geld hat oder wie auch immer, ja, nichts gegen den Zoohandel, der kann selbstverständlich auch die Bakterienpräparate aus dem Zoohandel verwenden, weil die sind im Prinzip auch nichts anderes als effektive Mikroorganismen beziehungsweise abgespeckte Mikroorganismen, meistens also auch nur Milchsäurebakterien. Ja, sind die Hauptbakterien in den effektiven Mikroorganismen. Wobei die effektiven Mikroorganismen da also noch weit darüber hinausgehen, da sind also auch Hefen drin, da sind diverse andere Bakterienstämme drin. Also von daher, also ich persönlich halte da die effektiven Mikroorganismen einfach für wesentlich effektiver noch als unsere Filterbakterien. Übrigens auch, wer unbedingt sein Aquarium mit sowas einfahren möchte, auch da sind diese effektiven Mikroorganismen effektiver. Ja, wie gesagt, findet ihr unten in meinem Amazon-Store. Die Cyanos wird man wirklich nur dann gut los, wenn man sie also permanent stört, absaugt, stört und quasi Konkurrenz schafft. Ja, und dann wird man sie, auf die Art wird man sie eigentlich recht gut los und vor allen Dingen dauerhaft auch los. Ja. Außer man fängt dann irgendwann wieder an am Becken rumzuschluren und lässt das Becken komplett verkommen. Ja, dann kommen unter Umständen auch wieder Cyanos. Ja, also man kann nie sicher sein, dass es nie wieder Cyanos gibt. Ja, also von daher immer ein Auge aufmachen, gucken. Was man aber nicht machen sollte, ist, was ich schon oft in irgendwelchen Foren oder wo auch immer gesehen und gelesen habe, den Tipp Neustart. Also ein Neustart bringt überhaupt nichts auf lange Sicht.
wenn man diesen Neustart macht, um irgendwelche Algen loszuwerden, wenn man nicht gravierend was am Setup des Aquariums verändert. Ja. Wenn ich alles genauso wieder mache wie vorher, den gleichen Filter, das gleiche Filtermaterial, die gleiche Geschwindigkeit, gleichen Bodengrund und alles gleich mache, dann kriege ich den ganzen Mist genauso wieder mit ziemlich großer Sicherheit. Ne? Deswegen Auge aufmachen, Aquarium beobachten, gucken, wo die Tendenzen sind und einfach erkennen, wo liegen die Probleme. Das kann man lernen, ja. Aber dazu muss man bereit sein, sein Aquarium zu lesen. Thank you.